der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einem Stadtrundgang im Sitzen. Wissen Sie, ich warte hier auf meinen Gast, der jetzt dann mit mir den Stammtisch machen wird. Und jetzt möchte ich die Zeit noch so lange nutzen und mit dieser Wirtin hier noch ein kleines Gespräch führen, weil die hat mir den Vorteil voraus, dass sie jung und weiblich ist und natürlich dadurch die Welt etwas anderes sieht als ich und nur dazu Gastronomin ist. Ich meine, manche deiner Kolleginnen, liebe Sarah, hatten ja gehofft, dass sie am Montag wieder aufmachen dürfen, gell? Ja. Zumindest im Freien. Ja, gut, aber ich meine, die Hoffnung war doch sehr utopisch, oder? Also mir war das eigentlich gleich klar, dass wir nicht am 22. aufmachen. Aber ich denke sowieso meistens immer eher pessimistischer, dann werde ich lieber positiv überrascht. Und also ich sehe jetzt sogar den April schwinden, dass wir aufmachen. Echt? Ja. Also tatsächlich ist nicht. Ich finde es aber sicher zu wissen, dass es noch nicht weitergeht, ist beruhigender, als wenn man jeden Tag drauf hofft und jeden Tag aufs Neue enttäuscht wird. Ja. Und was sagst du zu dieser aktuellen Situation, die man so unter dem weitesten Begriff Impfgeschehen zusammenfassen könnte? AstraZeneca, ja, nein, ja, nein. Ja, ist doch Wahnsinn, oder? Ja, aber das ist halt, gerade als Frau finde ich wirklich, also wenn man das wirklich vergleicht mit diesem Argument, es sind belegt, dass 1000 von 100.000 Frauen, die Pille nehmen, ein erhöhtes Thromboserisiko oder zu einer Thrombose kommt. Bei AstraZeneca waren es 7 auf 100.000, die eine Thrombose bekommen haben. Übrigens auch Frauen, alles ja gewesen. Und da kann man halt ewig hin und her drüber lamentieren. Viele Frauen rauchen auch noch, erhöhen ihr Thromboserisiko, fliegen, erhöhen das Thromboserisiko und nehmen trotzdem ganz bewusst die Pille. Und jetzt ist es halt dass da jetzt halt so ein verschwindend geringer Anteil eben auch dran erkrankt ist, eben alles Frauen und jetzt, und da ist halt nicht belegt, also das ist eine Korrelation, aber das ist halt noch nicht belegt, dass es halt wirklich vom Impfstoff gekommen ist, muss man sich halt tatsächlich überlegen. Es ist halt einfach jetzt politisch, es ist halt extrem problematisch. Ich würde mal einfach mal versuchen herauszufinden, wie viel von den mit AstraZeneca geimpften Personen anschließend beim Verkehrsunfall ums Leben kommen? Da findest du bestimmt auch eine größere Zahl. Auf dem Weg zum Impfzentrum. Oder vom Impfzentrum. Genau. Ja, das ist, andererseits kann man ja sogar auch so sagen, wenn wir sagen, mal eine Sterblichkeit, glaube in Deutschland hatten wir 80.000 Tote bis jetzt. Das sind ja ungefähr, was sind das prozentual? Von 80 Millionen. Von 80 Millionen, das sind ja dann, hätte man ja auch auf 100.000, auf 100.000 hätte man 10.000 Tote. Jetzt hat man halt auf 100.000 7 Tote, beziehungsweise von den 7, die Thrombose bekommen hat, sind glaube ich 3 gestorben. Dementsprechend halt würde man, ich meine, wir dürfen das eigentlich nicht, also als Kulturwissenschaftlerin finde ich es auch sehr problematisch, sagen halt, diese 3 Menschenleben, ob die eventuell wenig, ob man die eher tatsächlich, also es ist eine ketzerische Frage, ob man diese 3 Menschenleben gegen 10.000, die sonst mit einem tödlichen Corona-Verlauf daran sterben würden, ob man deshalb, weil das Impfen würde ja, wenn man das jetzt aussetzt, definitiv zu weiteren Ansteckungen und zu weiteren Todesfolgen führen. Ja. Ob man das halt tatsächlich dann in Korrelation setzt und sagt halt, eigentlich müssen wir weiterimpfen, auch wenn dann halt Leute an der Impfung sterben, aber es sterben weniger Leute an Corona. Ja. Heute denke ich halt, wenn wir dann irgendwann mal hier raus, aus der Sache rauskommen wollen, müssen wir halt einfach zusammenhalten und dann ist das ein einigermaßen tragbares Risiko, was ich mit einer Impfung eingehe. Wie viel von deinen Bekannten fühlen sich denn durch die älteren Generationen ausgebremst? Weil gerade die jungen Leute, ja, entschuldige, wenn ich sowas frage, aber das ist dann keiner. Ehrlich gesagt, wenn ich in meinem Bekanntenkreis gucke, sind es die Jungen, die sich dran halten und die Alten, die sagen, ich habe eh nicht mehr von meinem Leben so viel zu erwarten, dann lass mich lieber infizieren, als dass ich mich hier isoliere. Und also tatsächlich sehe ich es genau andersrum. Auch bei allen Feiertagen sind die Alten, die Traditionsbehafteten, die Risikogruppen, diejenigen, die sagen, ach komm, lass uns doch mal jetzt 3, 4 Familien. Ich freue mich, wenn wir alle noch mal zusammenkommen. Und es sind eher die Jungen, die sagen, nicht dieses Jahr, machen wir nächstes Jahr wieder. Wie viele Bekannte hast du in deinem näheren Kreis, die Corona gehabt haben bis jetzt? Du musst keine Namen nennen. Nee, ich überlege, ich glaube gar keinen. Gar keinen. Also tatsächlich, also
meine ehemalige Arbeitskollegin, von der ich weiß, das wäre jetzt die nächste, die mir tatsächlich einfällt. Also durch die Gäste erfahre ich es. Viele Gäste erzählen mir das, erzählen mir auch, dass sie Angehörige dadurch verloren haben. Also ich bin weit weg davon. Du musst jetzt kurz das Wort Gast erklären, weil du darfst ja keine Gäste hier bewirten. Ne? Ja, sie fühlen sich aktuell wie Kunden an. Also Kunden, die das Essen holen. Ich muss genau das Takeaway abholen. Ja. Und ich sage immer auch, so normalerweise setze ich mich auch durch und sage, es ist ganz wichtig, wir haben keine Kunden, wir haben Gäste, weil ich bin Gastgeber und alles, was mit diesem Wort, also ein Gast von einem Kunden unterscheidet, das ist mir total wichtig. Aber tatsächlich aktuell ist es mehr Kunden und ein kurzes Gastgespräch beim Abholen der Sachen. Ja. Man redet schon mit den Leuten, oder? Ja, also man merkt auch, dass die Leute Redebedarf, absoluten Redebedarf haben. Stell dir vor, können wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich habe vor kurzem einen Kettenbrief auf Facebook gepostet. Also, ich habe den gesehen. Hast du den gesehen? Natürlich. Fast 300 Likes auf dieses Teil. Ich kriege normalerweise, wenn es gut läuft, so 200 Mal. Aber dann ist meistens ein Bild dabei. Man sagt ja, wenn du kein Bild dabei hast, dann hast du bei Facebook ein Problem. Mhm. Und da fast 300. Und ich habe es durchgelesen, das hat mich auch gefesselt. Also ich habe es auch tatsächlich richtig lang was zum Ende gelesen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es nicht dein Stil ist, dass ich mir gedacht habe, dass du es nicht geschrieben hast, auch wenn es am Anfang sehr personalisiert wirkt mit Geburtsort und ja, ich habe ein bisschen was dazu, nicht gedichtet, sondern tatsächlich was mir dazu geschrieben. Aber das Gerüst und die Struktur, interessant ist, es geht in diesen Briefe um Heimat. Mit was man Erinnerung und Heimat verbindet, wurde da aufgeschrieben und es ist tatsächlich etwas, was den Leuten fehlt. Verstehst? Mhm. Dieses Gefühl, was da wach wird, wenn man das durchliest, oder? Ja, ich glaube, aktuell haben wir alle super viele Nostalgiegedanken, wie vor einem Jahr war noch alles besser, vor einem Jahr, wo die Welt noch in Ordnung war. Ja. Das ist immer, war also dieser Gedanke. Also, und du meinst, dass der Text dann nur eine größere Steigerung ist zurück? Ja, also denke ich schon, dass das. Das ist eine gewisse, dass wir alle gerade irgendwie einen gewissen Halt suchen. Ja. Wir suchen immer Halt. Aber jetzt ist es halt besonders stark. Auch aktuell haben die Leute natürlich viel mehr Zeit, lange Medientexte zu konsumieren. Wir bewegen uns ja momentan viel, viel mehr online, sind viel, viel mehr online unterwegs, weil außen nicht so viel passiert. Und lassen uns dann von so einem emotionalen Text, wo es um Heimatgefühle, Vererdung, um Nostalgie ja auch. Vererdung. Tolles Wort. Ja. Die Frau ist Kulturwirtin, Damen und Herren. Sie ist nicht nur Gastwirtin, sondern auch Kulturwirtin. Das kann man studieren und macht aber selber Kultur eben im gastronomischen Rahmen, ist nicht auf der Bühne tätig. Und ich würde mit dir gerne auch noch ein bisschen über die Kunst und die Kultur sprechen, wie es da im Augenblick ausschaut und ob dieses Corona-Zeug da zu einem Wandel führen wird oder nicht. Aber dazu, Damen und Herren, gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt vor einem Kulturautomaten. Ich habe vorhin mit der Sarah schon ein bisschen über Gastronomie und Gastwirtin gesprochen. Du bist Kulturwirtin auch, ja, oder? Ja, genau. Wo kann man sowas studieren? Ich habe es in Bremen studiert. In Bremen. Und bin auch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir aus kulturwissenschaftlicher Perspektive finde ich das gerade unglaublich spannend, was passiert. Als Gastronomin könnte ich diese Zeiten einfach mal gerne überspringen. Also das sind so zwei Herzen, die in meiner Brust gerade schlagen. Ja, das ist interessant, gell? Ja. Weil es ja völlig ohne Vorbild ist. Ja, aber ich finde es wirklich, ich gucke da mal ganz fasziniert drauf und andererseits denke ich, oh mein Gott, also eigentlich dürfte man das nicht. Lass es vorbeigehen, andererseits würde ich gerne ein Buch drüber schreiben. Und das ist jetzt ein Kulturautomat. Genau, der wurde von zwei Kulturschaffenden befüllt. Die haben halt so Kulturdosen zu verschiedenen Themen gemacht. Wir haben halt vorher mit den Veranstaltungen gemacht und da haben die mich gefragt, ob sie hier so einen Automaten aufstellen könnten, damit halt die Menschen ein bisschen Kultur bekommen. Und da kommen sie jeweils das Fach raus, oder? Genau, und dann kannst du jetzt, du suchst dir halt so ein Thema, was du hier halt. Kreativdose ist schon leer. Ja. Wunderdose, was ist noch eine drin? Dann kennst du das Dose. Das ist auch, also übrigens auch kennst du das, ist halt auch Nostalgie von früher, sind da manche Sachen drin. Das machen wir. Nippons, Ü-Eier-Figuren und sowas. Einen Euro reinschmeißen, oder? Genau, 1 Euro reinschmeißen. Hier ist jetzt die Kulturdose. Nutzung auf eigene Gefahr. Telefon ignorieren wir jetzt einfach.
Du wirst nicht glauben, was da drin ist. Was ist da drin? Ne? Ein Kronkorken. Ach. Oh. Sehen Sie, das ist ein alter Kron von Coca-Cola. Ein Wahnsinn. Nein, das ist nicht was. Ja, Coca-Cola. Coca-Cola. Sehen Sie, ein Kronkorken von einer alten Coca-Cola-Flasche. Ach, witzig. Genau, hier und dazu noch die Bilder von wie früher die Coca-Cola-Flaschen ausgesehen haben. Ja, ja. Ja, nicht nur, schauen Sie. War bei mir in der Schule, war so Automaten unten im Parterre gestanden, da habe ich zum ersten Mal einen Sprite rausgeholt, weil ich wollte eigentlich eine Coca-Cola ziehen, dass der Sprite kommt. Ich weiß noch, wenn ich das zum ersten Mal drüber habe. Völlig neuer Geschmack, das war für mich eine Weltöffnung. Siehst du gleich, da kommen halt Geschichten bei ja, hoch, es ist toll. Wenn wir in Nostalgie verfallen. Ja, nein, es ist ja wichtig, dass also Bilder erzeugt werden. Ja. Wisst ihr, was wir vor kurzem gelernt haben? Dass die Referenz im Hirn des Menschen angesprochen wird. Die Referenzerzeugnisse. Ja, also wie wird Corona sich auf die Kultur auswirken? Außer, dass du so hin und her gerissen bist. Ja, ich bin gespannt. Also aus dem Hinblick, in dem Hinblick bin ich gespannt. Echt? Ja, aber was hast du für ein Gefühl? Es gibt immer den kollateralen Nutzen und den kollateralen Schaden. Und also es wird auf jeden Fall Nutzen und Schäden geben. Ich sehe den Nutzen großenteils in der Digitalisierung, aber es wird eben auch Schäden geben, dass wir gerade, wenn man sieht, im politischen Geschehen, dass sich wieder zwei Lager spalten, dass wir mehr links, mehr rechts außen wählen. Politik, aber Kultur. Also ich habe mir immer vorgestellt, Hochkultur bleibt bestehen, weil das ist so teuer, das muss man einfach weiter fördern. Also Philharmonie, Staatstheater und diesen ganzen Zeug. Alles, was drunter steht, die beruflich Künstler sind, die werden eingehen. Und die Leute, die also da wieder drunter kommen, die also die Kunst als eine Brotlose erleben, sage ich immer, und ein anderes Standbein haben, wird denen sich immer im Überleben etwas leichter, oder? Ich stelle wieder Fragen, Sarah. Ja, das ist halt, vor allen Dingen, wenn du mich damit drei Minuten bevor die Kamera angeht, überrascht. Ach, und jetzt? Und jetzt? Sag was. Jetzt gehen wir es einfach weiter an die Leute, die uns zuschauen und sagen, das machen sie sich einen Gedanken. Eine gute Idee. Denk es drüber nach, weil es ist wirklich etwas, wo ich sagen darf, tempora si fuerint nobilis. Also die Zeiten ändern sich ganz einfach. Ne? Na, wie hast du das gleich wieder? Latein hat mir gelernt. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ich hätte Französisch. Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Ich wünsche einen schönen Abend. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.